hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher. Der Quatsch bitte schon wieder ins Wort. So, wir hatten hier irgendwo noch irgendwelche dubiosen Typen. Dame Striege will, glaube ich, nicht mehr mit uns reden. Man wird euch rufen, wenn ich euch brauche. Ja, die haben wir verprellt. Weibliche Begleitung, Stadtrat, Herold. Herold! Willkommen bei Lord Leuwardens Fest. Ja, da wird Feste gefeiert. Da ist der geheimnisvolle Adlige, mit dem wir doch quatschen wollten, der... Käse mundet am vortrefflichsten mit einem roten Est aus Toussaint 1228. Das ist rot, ja, genau. Der serikanische Markt ist die Zukunft des Handels. Sprecht frei heraus, Geralt, aber keine Politik. Ich wollte etwas über die Prinzessin wissen. Keine Politik. Über den Fluch. Psst. Ich könnte einen Schluck von etwas Kräftigerem vertragen. Na gut, schießt los. Hat die Prinzessin seltsame Träume? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe kein Wort mit Ada gewechselt, ohne dass nicht einer dieser Mistkerle vom Orden dabei gewesen wäre. Seltsames Verhalten. Dieses Gespräch grenzt gefährlich an Hochverrat. Ich frage nicht, weil ich politischen Einfluss nehmen möchte. Unsere holde Prinzessin ist vollkommen normal. Nun ja, im Oberstübchen scheint sie nicht so ganz richtig zu sein. Ist sie aggressiv? Gelegentlich, aber das ist bei einem verzogenen Töchterchen nichts Ungewöhnliches. Ich weiß nicht, sie ist... Was? Nun... Spuckt es aus. Die bräuchte mal einen Mann, der sie richtig durchvögelt. Ja, dafür... Okay. Ich muss los. Bis später. Jetzt, ich kann mir vorstellen, dass du das gerne wärst, aber ich glaube, ich komme dafür mehr in Betracht. Diese verdammten Elfen sind das Letzte. Weil ich besser bin als du. So. Jeder weiß, dass Elfen abschauen sind. Wenn ich einem Elf begegne, lasse ich ihn pfählen. Was ihm vermutlich sogar gefällt. Ich habe genug von Geschäften und Politik. Ich habe genug von Geschäften und Politik. Seid lieb. Ich bin immer lieb. Seid lieb. Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Ja, das ist vortrefflich höflich, diplomatisch, professionell. Würdet ihr mir etwas Paté holen? Leuwarden hat einen Vorzug. Ich bin gerade beschäftigt. Verzeiht, Geralt. Ich muss mit Leuwarden reden. Ja, dann redet doch. Moment, irgendwo war doch noch Tim Thaler Du bist der, der nicht redet. Ich quatsch dich jetzt einfach mal an. Genau. Du schaust etwas beschwipst aus. Reicht schon. Ja, nein. Führt im Zweifelsfall nur dazu, dass wir am Ende total besoffen sind. Dieser betrügerische Zwerg ist hier. Ein Spion aus Redania, eine Hexe und ein Mutant. Unerhört. Sag. So übel ist die Küche von Nilfgaard gar nicht. Und die Kammerzofen sind auch nicht zu machen. Seide ist aus der Mode. Mir ich find sie aber trotzdem noch bequem. Traditionelle Festessen lieber. Ich habe genug von Geschäften und Politik. Prinzessin Ada sollte heiraten. Ja, jetzt ist, Werland auch schon gesagt. Also, er hat es etwas anders ausgedrückt. Er meinte, sie müsste mal ordentlich gemännert werden. Wo ist denn Thaler jetzt hin? Da. Dich habe ich gesucht.
Amüsiert ihr euch? Nicht wirklich. Vorzüglich. Nicht genügend Essen, kein Sitzplatz und überall leeres Gefasel. Ich glaube, ich bin der Einzige hier, der nicht in irgendwelche Ränke oder Geheimbünde verstrickt ist. Das ist ein Zeichen der Zeit. Neue Bräuche und Moden. Fändet ihr es besser, den Nilfgaardern zu zeigen, dass wir Barbaren sind? Dass wir eine Gabel nicht von einem Kamm unterscheiden können? Dass wir nur feiern können, indem wir uns besaufen, zotige Lieder grölen und Weibern auf die Ärsche klopfen? Ich bin ein Relikt. Jemand aus der Vergangenheit. Also fühle ich mich den alten Bräuchen durchaus verbunden. Genau, wo ist die Keule? Habe ich nie gemocht oder verstanden. Aber im Ernst, Thaler, warum seid ihr hier? Ich bin Patriot. Das Wohl des Königreichs liegt mir am Herzen. Ein Königreich, das durch eben jene Ränke und Bünde bedroht ist, die ihr die Aufmerksamkeit hattet zu bemerken. Ich sagte doch, ich bin ein altmodischer Hexer. Gerade heraus, Thaler. So wie ich Thaler, den Hehler, kennengelernt habe. Thaler, der Hehler, macht nichts umsonst. Thaler, der Hehler, ist ein Schuft. Im Tempeldistrikt soll keiner wissen, dass er mit der Creme de la Creme von Visimas Gesellschaft verkehrt. Wie ihr wollt. Ich will euch was erzählen, Freund. Sie planen einen großen Kampf, einen ohne Pardon. Den Unterlegenen werden die Krähen zerpflücken. Ihr werdet gezwungen, für eine neue Ordnung zu kämpfen, Kamerad. Oder aber gegen sie. Wir werden für unsere Traditionen und unsere Bräuche kämpfen. Für unser Land und unsere Frauen. Wer ist dieser Feind? Wer will unsere Frauen rauben? Ich werde euch nicht täuschen. Für mich seid ihr einer von uns und wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Noch kenne ich den Feind nicht, aber bald und dann. Bricht das Zeitalter von Schwert und Axt an. In den Straßen wird Blut fließen. Und eins sollte euch klar sein, Kamerad. Für eure Neutralität wird dann kein Platz mehr sein. Ja, das mit der Neutralität ist doch irgendwo sowieso schon Gulli runtergeflossen, oder? Ich fange jetzt hier tatsächlich einfach mal oben an. Wer genau seid ihr? Und seid aufrichtig, Kamerad. Temerischer Geheimdienst. Ich befolge des Königs direkte Befehle. Ich suche Verräter, Ratten und ausländische Agenten. Ich bin Spion. Ein hochrangiger Spion. Und ein das guter. Das kann ich nicht leugnen. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Die Amphibien, hinter denen ihr hier seid, ist das eine persönliche oder ideologische Sache? Beides. Wie es auch gleich dasteht. Beides. Bitte erklärt, was ihr meint. Sie haben mich ausgeraubt und einen Freund getötet. Sie sind kriminell, böse. Als Hexer kann ich das nicht ignorieren. Schon verstanden. Danke für eure Aufrichtigkeit. Ja, genau. Wer ist dieser Devatte? Der kommt mir vor wie ein Darth Ocelot, Dave. Die Fotz Alot. Und der Devatte ist bestimmt nicht besser. Wer ist eigentlich dieser Devet? Und was macht er hier? Dieser Hund aus Nilfgaard ist nur ein Bauer. Ich verstehe nicht, wie Ada ihn erträgt. Erklärt das. Wie alle Ritter des Ordens denkt er, sein Schwanz sei zu klein, also wird er aggressiv, wenn ihm etwas Angst macht. Und er ist ein Nilfgaarder. Man kann unserer Prinzessin vieles nachsagen, aber dumm ist sie nicht. Vielleicht spielt die Prinzessin ihr eigenes Spiel. Dann sollte sie sich bessere Verbündete wählen. Im Gegensatz zu Schach fordert dieses Spiel Menschenleben. Ich fürchte, jemand benutzt sie. Der Typ ist wirklich wie Dave. sorry. Also die Frage nach dem irgendwie involviert stellt sich ja wohl nicht, sondern die Frage ist eher, wie ist er involviert? Dass er involviert ist, ist, naja, stellen wir diese Frage mal rhetorischer Natur. Ist Leuwarden irgendwie involviert? Ich muss Erkin zu einem privaten Treffen mit ihm verhelfen. Seine Absichten sind mir ein Rätsel. Mir auch. Wirklich? Was meint ihr damit? Eure Freundin scheint bestens mit Leuwarden auszukommen.
Für zwei Fremde haben die beiden eindeutig viel Gesprächsstoff. Seht selbst. Ich vertraue Triss. Ich vermute, ihr kennt sie besser als ich. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Über Leuwarden wissen wir, dass er einer transnationalen Organisation von Kaufleuten, Bankiers und anderen reichen Leuten vorsteht. Macht daraus, was ihr wollt. Lieber Tim Thaler, das ist für mich jetzt auch nichts Neues. Diese Information war mir schon wohl bewusst und habe ich von ihm direkt. Also von dem her bestätigst du eigentlich nur das, was er mir bereits selber erzählt hat. Will er mich denn wirklich, das ist eine Unterstellung. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich Thaler tatsächlich irgendwo hineinziehen möchte. Dass er mich eher vorwarnt, dass das Spiel auf einer Ebene gespielt wird, dass ich mir höchstens irgendwann einmal die Seite aussuchen kann, aber meine Rolle, dass ich dran teilnehmen muss, die wird unausweichlich sein. Also von dem her, weil es wird einfach jeden betreffen. Jeden Alten, jeden Kranken, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind. Wenn hier ein Krieg übers Land kommt, weil die Obersten hier irgendwo Schach mit Menschenleben spielen, dann ja, betrifft das nun mal einfach alle. Das in irgendeiner Form. Aber man kommt nicht raus. Eigentlich hat er uns nur davor gewarnt, aber es zieht er uns Warum wirklich rein. Warum wollt ihr mich in ein Spiel hineinziehen, das mich nichts angeht? Dieses Spiel geht euch mehr an, als ihr denkt. Ihr wollt mir tatsächlich erzählen, der Konflikt zwischen Orden und Eichhörnchen interessiert euch nicht? Ihr behauptet, das sei euch Schnuppe? Was ist mit eurer Liebhaberin, Triss Merigold? Das ist Privatsache. Ich will die Salamandra vernichten. Nur das ist mein Ziel. Die Salamandra haben einen Schutzherrn. Das ist entweder jemand in diesem Raum oder jemand, der hier bekannt ist. Ihr steckt da bis über beide Ohren mit drin, Wolf. Ob es euch gefällt oder nicht. Ja, das ist mir leider auch schon bewusst geworden, wie schon gesagt. Das ist. Und was den Konflikt zwischen Orden und Eichhörnchen angeht, da kann ich nicht mehr neutral bleiben. Ich meine, ich habe Sigi mit der schlechten Frisur jetzt hier einfach schon mal ein paar Mal geholfen und bin vor den Eichhörnchen mehr oder weniger ein paar Mal hintergangen worden. Also von dem her steht meine Seite da in diesem Konflikt nun mal schon mal fest. Und nein, ich bin nicht neutral, weil, das mit den, die Aktion auf dem Friedhof, wo Menschen, nur weil sie Menschen sind, den Ghulen zum Fraß vorgeworfen werden sollten, das ist unverzeihlich und ich weiß nicht, wie Geralt da ist, aber ich bin da sehr nachtragend. Entschuldigt mich einen Moment. Wir reden später weiter. Dass meine Bewegung sehr komplex ist. Mhm. Schauen wir doch nochmal. Wirbel. Ja, das sind die ganzen Verträge. Könnte es sich lohnen, mit den Gästen zu sprechen. Eventuell muss ich einfach nur mit einem nach dem anderen. Vielleicht habe ich den einen oder anderen schon angequatscht. Das war einfach noch nicht die Zeit dafür. Wo gibt es hier den Stuhl? Gar nicht. Vielleicht sollte ich die Zeit im Gespräch mit anderen Gästen nutzen, ohne Triss wachsamen Blick auf mir. Nun gut, ja. Also weiter mit Leuten quatschen. Das Essen ist sicher ganz schnell weg. Dir gesprochen, ich habe mit Thaler gesprochen. Mit Leuwarden kann ich nicht sprechen. Kind wird immer noch nichts sagen. Lass es mal nochmal einheben, Kollege. Gold ist die schönste Frau der Welt. Das wird Ada nicht so gerne hören, schätze ich. Wie
Die Prinzessin ist von atemberaubender Schönheit. Der hat immer noch nichts Intelligentes zu sagen. Warum sind Sie denn alle Sorry. Willkommen bei Lord Leuwardens Fest. Käse mundet am vortrefflichsten mit einem roten SS Toussaint 1220. Das sagte er schon mal. Unglaublich, dass ich mit einer Prinzessin gesprochen habe. Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Kein Geld? Wir müssen doch nur die... Hexer, ihr dürft euch nähern. Ah, darf ich wieder? Der Wett holt mir etwas Wein. Von dem Pagen am Ende des Flurs. Euer Hoheit. Jetzt können wir ungestört reden. Erzählt mir etwas über die Hexer. Und bitte versteckt euch nicht hinter eurem Kodex. Was wollt ihr wissen, Herrin? Was haltet ihr von Politik? Für mich ist Politik wie das Beisammensein mit einem Liebhaber. Findet ihr nicht auch? Ich finde das Zusammensein mit einem Liebhaber deutlich angenehmer und schöner als Politik. Nicht ganz. Aber seht euch nur in diesem Raum um. Man flüstert sich in die Ohren, Zungen in Bewegung. Zungen, Zungen, Zungen. Verzeiht, Euer Hoheit. Vergesst es. Zurück zu unseren herumwatschelnden Liebhabern. Wisst ihr, Hexer, Politik ist einem Stelldichein nicht unähnlich. Es beginnt mit dem Vorspiel, scheuen Blicken, Gesprächen. Seht die Hexe da bei Leuwarden. Jetzt schaut euch unseren edlen Erkin und die Höflinge an. Der Tanz wird kühner, fummeln und so weiter. Dann überkommt einen das Verlangen, sich stürmisch zu vereinigen, wie Tiere. Zuletzt bleibt nur eine zur Gewohnheit gewordene Kopulation, bar jeder Leidenschaft. Wählerat und De Wett zum Beispiel. Verzeiht, Euer Hoheit. Frosch im Hals. Wir sind beide erwachsen, Geralt. Wir wissen um das Verlangen der Männer. Den zweiten Spruch finde ich ehrlich gesagt schöner. Ihr könntet recht haben, Eure Hoheit. Macht. Sex. Beides läuft auf dasselbe hinaus. Andere aufs Kreuz zu legen. Darf ich eine Frage stellen? Fahrt fort. Was habt ihr zuletzt gemeint? Welche Meinung hat der König dazu? Ach so. Ich meine natürlich zur Politik. Eine langweilige Frage. Ich habe Hunger und hier gibt es keinerlei ansprechende Speisen. Ich kann Kaviar und Rebhuhnzunge nicht mehr sehen. Was begehre ich am meisten? Ich hab's. Wenn ihr mir bringt, was ich am meisten begehre, beantworte ich eure Frage, wie langweilig sie auch sei. Mhm. Ich werde bald zurück sein, Eure Hoheit. Adas Vorlieben mit Velarat. Ich höre zu. Wisst ihr, was die Prinzessin gern isst? Bringt mir was Stärkeres zu trinken, dann reden wir. Wird gemacht. Er will saufen, sie will quatschen. Hab ich noch Wodka? Ich fürchte nein, weil das habe ich alles zu Schwalben gemacht. So, was haben wir hier? Tafelwasser. Ja, super. Riesendreck. Mein Hals ist trocken. Immer mit der Ruhe, Stadtvogt.
Das Fest fängt doch erst an. Ich höre zu. So, Wodka wollte er haben hier. Hoffentlich tut's der mit Kräutern. Oh, viel besser. Die Prinzessin hatte eine schwere Kindheit. Von daher rührt ihre Vorliebe für blutiges, rohes Fleisch. Wir versuchen, das herunterzuspielen, aber... Verstehe. Noch etwas? Thaler ist wütend. Seine Geheimagenten durchkämmen das ganze Reich, um ihr Leckerbissen zu beschaffen. Danke. Diese verdammten Elfen sind das Letzte. Ich will... Geralt. Thaler. Wisst ihr, was das Leibgericht der Prinzessin ist? Genau so einen Scheiß müssen wir wissen. Als Geheimagenten. Schattenfiguren. Na klar. Wie heißt das Gericht? Thaler macht nichts umsonst. Bringt mir von nebenan den Brief aus dem Kästchen mit dem temerischen Wappen. Seid diskret. Aber... Dann verrate ich euch an das Leibgericht. Jetzt mal eben am Brief holen. Kästchen. Fremde Länder. Habe ich auch noch nicht gelesen. Und noch mehr Schnaps. Was macht ihr hier? Ich habe das Klo gesucht. In der Kiste? Ja, es ist, Prunkklo. Punkt für euch. In Wahrheit... Hoffte ich auf ein ganz edles Tröpfchen. Der Wein schmeckt tatsächlich verwässert. Ich habe diesen Schnaps gefunden. Wollt ihr kosten? Nur zu gern. Ach ja, den Zitronenlikör, den Stoff. Das wäre eine dumme Idee. Wenn wir hier schon ausräumen, dann räumen wir richtig aus. Och, geht doch mal aus dem Weg, ihr Pissnelken. Ich hab doch keine Zeit. So. Wie ist es gelaufen? Aalglatt. Hier ist der Brief. Naja, Aal weniger. Ich übertreibe. Eine Ziege wäre genauso gut. Du brauchst ein paar Smalltim, oder? Was ist Adas Lieblingsgericht? Katoblepas. Was? Was? Vor einiger Zeit kam ein Irrer, der Ähnlichkeit mit euch hatte, nach Visima und sagte, nichts käme wohl zubereitetem Katoblepas-Fleisch gleich. Ihr macht Witze. Überhaupt nicht. Seither jagen meine Männer heimlich Katoblepas. Auf dem Markt kostet es mehr als eine gute Hure. Wo finde ich den Katoblepas? Wie wird das Fleisch zubereitet? Das ist Sache des Stadtvogts. Ich schmuggle das Katoblepas hinein, aber ich weiß nicht, wie man es zubereitet. Sendrezepte, bla bla bla. Moment, und wie ging's weiter da? Ich brauche ein Wunder oder Magie. Triss. Wie spricht man das aus genau? Wo zum Henker kriegt man es her? Ein Wunder oder Magie? Viel besser. Die Prinzessin hatte eine schwere Kindheit.
Von daher rührt ihre Vorliebe für blutiges, rohes Fleisch. Wir versuchen, das herunterzuspielen, aber... Verstehe. Noch etwas? Thaler ist wütend. Seine Geheimagenten durchkämmen das ganze Reich, um ihr Leckerbissen zu beschaffen. Danke. Geralt? Triss? Das ist wichtig, Triss. Was ist wichtig? Ada weiß etwas. Ich glaube, ich kann sie zum Reden bringen. Wirklich? Diese verwöhnte kleine Füchsin. Sie will Katoblepas. Am liebsten blutig. Macht ihr Witze? Nein, Triss. Würdet ihr etwas für mich herbeizaubern? Bitte. Es ist sehr ungehörig, auf Festen zu zaubern. Ich sorge für Ablenkung. Das mache ich besser allein. Eine Illusion. Katoblepas, Tata. Blutig. Für die Prinzessin. Danke, Triss. Wisst ihr, dass ich auch Orgasmen herbeizaubern kann? Da sind mir die traditionellen Methoden lieber. Ich komme zu euch, wenn ich mit Ada gesprochen habe. Das klingt gut. Ich möchte kotzen. Jeder weiß, dass Elfen Abschaum sind. Wenn ich... Habt ihr etwas Leckeres für mich? Prise Pfeffer und einem ungekochten Ei. Aha. Tartar vom Katoblepas. Roh. Mit einer Prise Pfeffer und einem ungekochten Eidotter. Ihr wisst, wie man eine Frau erfreut. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Eure Hoheit. Ich gewähre euch eine Privataudienz. Kommt in 5 Minuten in meinen Alkoven. Wir machen Politik. Und Politik hat große Ähnlichkeit mit einem Stelldichein. Okay, Entschuldigt mich, ich muss was essen. Warum sind sie denn alle gekommen, wenn sie Leuwarden nicht ausstehen können? Weil er der Obermotz von einem irgendwas ist. Du lässt die Tür offen für Politik, okay? Endlich. Also dann Politik, aber leise. Man soll uns nicht hören. Wie ihr befehlt. Das will ich wohl meinen. Ja, das ist die leise Politik. Das heißt, wir haben die Striegeader gestriegelt. Die vibriert aber wie blöde. Jo. Ob das unbemerkt blieb? Geralt, ich habe mit Declan gesprochen. Und? Ihr solltet miteinander reden. Wieso sollte ich ihm meine kostbare Zeit opfern? Er wird euch ein Angebot machen. Ihr solltet es annehmen. Seid ihr sicher, ihr benutzt mich nicht als eines eurer Werkzeuge? Nur im Bett, Hexer. Nur im Bett. Mhm. Was ist das Geschenk Laras? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Aber ich werde mich kurz fassen. Lara Doran Ebshiadal war keine normale Elfin. Was? Eher so etwas wie eine genetische Bombe. Sie sollte sich mit einem anderen genetisch veränderten Individuum vereinigen und ein noch außergewöhnlicheres Kind zur Welt bringen. Dazu kam es jedoch nie. Lara verliebte sich in Krenegan von Loth, einen Magier, einen Menschen. Die Wege von Laras und Krenegans Kindern, den Kindern des älteren Blutes, ließen sich nicht so leicht verfolgen.
So kam es, dass die Zauberer, die den ganzen Plan ausgeheckt hatten, die Kontrolle über ihr wertvolles Gen verloren. Tja, das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Findet ihr dieses Fest auch so langweilig? Schwebt euch etwas Interessanteres vor? Zu Hause, Geralt. Zu Hause. Okay, ich kann jetzt unter vier Augen mit dem Gastgeber sprechen. Der ist Herr Leuwarden. Okay, Arthur ist nicht mehr da. Wo ist er denn? Ja, da. Ja, das würde ich dann noch mal sagen, dass wir das glatt direkt beim nächsten Mal machen, dass wir mit, jetzt geht er weg, der Arsch, dass wir direkt beim nächsten Mal noch mit Leuwarden sprechen. Triss meinte, ich sollte sein Angebot annehmen, weil das wäre eventuell ganz gut. Seide ist aus der Mode. Ja, das mit der ehemalige Striege haben wir gut gestriegelt. Das heißt, sie dürfte jetzt etwas weniger aggressiv sein, weil es waren sich ja alle einig, die gehört mal richtig gemännert. Und Geralt hat seinen Mann gestanden. Nun gut, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auch ein klein wenig Liebe da. Schreibt einen Kommentar drunter, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.